Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren heute über den Bericht zur Überwindung der sozioökonomischen Krise, die durch Covid-19 ausgelöst wurde. Es ist ja eine tiefe Wirtschaftskrise ausgelöst worden, die auch dadurch verstärkt worden ist, dass viele Staaten auf die Pandemie nicht gut vorbereitet waren. Und wenn man sich mal anschaut, wie die Auswirkungen dieser Wirtschaftskrise waren auf die unterschiedlichen Teile unserer Gesellschaften, so muss man sagen, dass die Auswirkungen sehr, sehr ungleich verteilt waren. Während die Pandemie ja alle irgendwo trifft, sind die Folgen der Wirtschaftskrise sehr, sehr ungleich verteilt. Nach Einschätzungen zum Beispiel des Internationalen Währungsfonds geht man davon aus, dass alleine im Jahre 2020 die Anzahl der Menschen in extremer Armut um zusätzlich 100 Millionen weltweit gestiegen ist, dass die Armut und die Unterernährung von Kindern sich verdoppelt hat. Und das alles führt dazu, dass auch NGOs wie Oxfam von einer Hungerpandemie sprechen. Das betrifft eben auch große Teile der Welt. Auf der anderen Seite ist vielleicht überraschend, aber der Anteil der Dollarmillionäre um 5,6 Millionen gestiegen. Das Vermögen der 2.700 Milliardäre ist um 60% innerhalb dieser Pandemie gestiegen. Das zeigt halt, wie außerordentlich die ungleiche Entwicklung ist. Ich habe schon gesagt, dass die Pandemie viele Staaten unvorbereitet getroffen hat. Das hat auch damit zu tun, dass im Vorfeld auch falsche Reaktionen eingesetzt wurden auf die letzte große Wirtschaftskrise, die wir vor 10 Jahren hatten, der sogenannten Finanzmarktkrise und späteren Eurokrise. Und da sind ja auch viele Austeritätsprogramme gemacht worden, die dann wiederum die Reaktionsfähigkeit im Gesundheitssystem in einigen Staaten geschwächt haben. All das kommt hier zusammen. Und es war ja so, dass letztes Jahr im März, im April, viele Staaten entsprechend ihrer Möglichkeiten mit großen Investitionsprogrammen erstmal reagiert haben, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Das ist sehr unterschiedlich auch verteilt gewesen, weil auch die Spielräume der Staaten unterschiedlich sind. Und dass auch jetzt zumindest auf Ebene der Europäischen Union ein großes Investitionsprogramm aufgelegt worden ist, das aus meiner Sicht in die richtige Richtung geht. Es könnte meines Erachtens noch größer sein. Wir sehen schon, dass gegenwärtig ein anderes internationales Klima herrscht als vor 10 Jahren, als sozusagen die Austeritätspolitik im Mittelpunkt stand als Reaktion auf die Krise. So ist es jetzt schon so, dass viele internationale Akteure wie die OECD, aber sogar der US-amerikanische Präsident ganz andere Paradigmen hier vorschlagen. Zum Beispiel sagt die Chefvolkswirtin der OECD, Lawrence Boom, ich zitiere, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie sollten die Einstellungen der Regierungen zu öffentlichen Ausgaben und Schulden verändern. Eine erneute Austerität würde eine Gegenreaktion der Bevölkerung riskieren. Der Fehler, den wir gemacht haben, war nicht ein Mangel an wirtschaftlicher Stimulierung während der Talsohle im Jahr 2009. Der Fehler kam später im Jahre 2010, 2011 und so weiter. Die erste Lektion ist sicherzustellen, dass die Regierungen in 1 bis 2 Jahren nach dem Tiefpunkt des Bruttoinlandsprodukts keine Sparmaßnahmen durchführen, keine Austerität durchführen. Die Länder sollten sich von kurzfristigen numerischen Zielen für öffentliche Defizite und Schulden verabschieden und stattdessen langfristige
Nachhaltigkeitsziele verfolgen. Und das ist auch im Kern, was ich vorschlage in diesem Bericht. Ich denke, wir brauchen große öffentliche Investitionsprogramme, die sich orientieren an den UN-Nachhaltigkeitszielen, an diesen 17 Sustainable Development Goals. Also da geht es um Kampf gegen Armut, um Kampf gegen Ungleichheit, aber auch um Ziele wie den Kampf gegen den Klimawandel. Und dass es natürlich notwendig ist, ebenso, das habe ich auch noch mal in dem Bericht gemacht, dass wir gleichzeitig auch die Impfstoffproduktion international vorantreiben, unter anderem durch Aufhebung auch der Patente. Es kommt natürlich immer die Frage, wie kann das Ganze finanziert werden? Ich glaube, es ist wichtig, dass hier auch die Profiteure der jetzigen Krise mit herangezogen werden. Und deswegen habe ich hier eine Reihe von Vorschlägen gemacht. Ich glaube, wir stehen wirklich an einem historischen Scheideweg. Es ist ja auch, eine Krise beinhaltet ja auch immer eine Chance. Eine Chance, einerseits die Wirtschaft neu zu gestalten, neu aufzubauen. Und ich glaube, diese Chance sollten wir ergreifen. Also öffentliche Investitionsprogramme in großem Maßstab, um vor allen Dingen die UN-Nachhaltigkeitsziele umzusetzen. Das ist im Kern im Grunde genommen der Vorschlag, den ich hier mache. Und ich bitte um Unterstützung für diesen Bericht und freue mich auf auch kritische Beiträge. Vielen Dank.